Hallo und herzlich willkommen zu dem zur nächsten Mission. Dies ist die dritte Mission und ich hoffe, ihr werdet auch Spaß dabei haben. Wie sehe ich aus? Wie einer von den bösen Jungs. Ideal für einen Geheimauftrag. Also ist Makarov der Preis. Makarov ist kein Preis, er ist käuflich. Er arbeitet stets für den, der am besten zahlt. Vergessen Sie nur Ihre neue Identität nicht. Dann bleiben Sie am Leben. Willkommen bei Hans 41, einer Einheit der besten Krieger auf diesem Planeten. Es ist eine Ehre, Sir. Wann treffe ich den Rest des Teams? Wir sind auf einer Mission, sichern ein abgeschossenes ACS-Modul im feindlichen Gebiet. Nasse Füße? Dazu ist es dort viel zu kalt. So, das ist die zweite Mission. So, ich erkläre euch jetzt noch ein bisschen was. Also diese Mission ist, wer die Kampagne als erstes spielt, ist das praktisch zum Erlernen der Fähigkeit mit dem Heartbeat System umzugehen, dem Herzschlagsensor. Diese Mission ist der sehr wichtig, denn Schneestürme, alles zugeeist. Und ja. Hoffen wir, dass jetzt losgeht. So, fertig geladen, jetzt geht's los. Die netten Herren, ihr seht, das ist Soap. Mal lassen wir ein bisschen vorklettern. Denn wir können das ein bisschen schneller. Ja, man sagt immer so schön, niemals runterschauen. Aber über den Wolken. Schön. Also die Mission heißt Cliffhanger und das wohl nicht ohne Grund. Ach, der muss doch mal nach. Also. Immer schöne Wechsel gedrückt halten. Und während ihr die eine Maustaste loslasst, bloß nicht die andere gleichzeitig loslassen. Sonst stürzt ihr ab. Und noch etwas. Nie zu lange hängen bleiben, weil wie ihr seht, das Eis kriegt immer mehr Risse und irgendwann fallt ihr da raus. Ja, der Superheld McTravish. So, damit hätten wir die erste Etappe geschafft. Ah, ihr könnt nicht sehen, was der ist. Na ja, dann seid ihr jetzt dran. Ah, festhalten nicht los, hast du uns gut gesagt. Jetzt hängt ihr da. Denkt, ihr werdet sterben, ihr rutscht auch jetzt ab. Und wer kommt? Superheld McTravish. Naja, auf jeden Fall, ihr seid oben. Hier. Das ist das erwähnte Herzschlagsensorsystem. Es ist in dieser Mission unerlässlich. Roach, Herzschlagsensor überprüfen. Ich sollte auf der Anzeige erscheinen. Der blaue Punkt bin ich. Unbekannte Kontakte erscheinen als weiße Punkte. Hier, da sind sie. So, ihr müsst jetzt hier runter. Euer Kollege, der bleibt noch ein bisschen oben. Sehr schön.
Ja, gelegentlich greift der Netzherr dann auch mal ein und liegt nicht nur faul oben auf seinem Berg. Da solltet ihr nicht... Oh. Hier solltet ihr nicht einfach reinballern, denn da hockt noch einer drin im Gebäude. Ja, der hat sich ja wohl erschrocken. Also immer hinter dem Stand. Naja. Der hätte nicht so viele rumspielen sollen, sondern seine Arbeit machen sollen. Aber so sind die Russen dann wieder. Upsala. Schaltet ihr einfach die Mauer einfach mal ausschalten, ne? So, jetzt habt ihr Ruhe. E für Ost, East, Ost. Dann gehen wir doch mal hin. Hübsch. Und leider muss ich euch alle in die Luft jagen. Sekunde. Aktivität auf der Landebahn. Mehr als 20 Feinde nähern sich zu Fuß. Das ist die Tankanlage. Sie haben sie gefunden. Angebracht. Ah. Ich höre weitere Funksprüche über den Satelliten. Jetzt sollen wir wohl verschwinden. Das kann man nicht gewinnen, das Rennen übrigens, wer zuerst da ist. Naja, auf jeden Fall rennen wir zwischen den zwei Gebäuden durch, springt runter und siehe da. Die faule Sau ist da. Jetzt könnt ihr sehen, wie aggressiv McTravish ist. Ja. Der ist tot. Naja, weiter. Er sucht unten, ich suche oben. Auf jeden Fall, hier oben ist es natürlich. Nehmen wir uns auf. Damit löst man unweigerlich was aus. Das war Plan B. Naja, dafür haben wir ja die Tankanlage mit C4 versetzt. Na gut, jetzt müsst ihr von hier fliehen. Ohne zu sterben natürlich am besten. Ja, es ist gefährlich, wenn hier alles... Übrigens, von den Schneemobilen müsst ihr aufpassen. Wenn ihr euch erwischen, seid ihr tot. Die überfahren euch einfach. Aber dann schießt ihr einfach da runter. Sollte kein großes Ding sein.
So, und jetzt kommt das Interessante an der Mission, ihr dürft selber Schneemobil fahren. So, jetzt kommen unsere Schneemobile. Wo sind sie denn? Ah, da kommen sie ja schon. Die werden jetzt einfach hier runtergeschossen und dann übernehmt ihr die einfach. So, dann steigen wir mal auf und los geht's. Das hier kennt ihr bereits aus meinem Video Rennen von den Spec Ops. Weil halt jede Mission bei den Spec Ops auch in der Kampagne vorkommt. Hier mache ich einfach dasselbe wie in dem Video, was ich euch schon gezeigt habe. Und ihr schießt einfach jeden nieder, der euch in den Weg kommt und euch irgendwas will. Vom Heli solltet ihr aber ein bisschen aufpassen. Und der finale Sprung. Und das war's. Ja. Dankeschön fürs Schauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Und ja. Bis zum nächsten Video.